du besprühst ja die Kamera mit Käsefix. Jetzt ist auf den ganzen Bildern oranger Glibber. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich freue mich so unheimlich auf den Familienurlaub mit deinen Eltern, dass ich gar nicht mehr richtig zielen kann. Siehst du? Na, geht doch. Ich weiß, wie es dir geht. Manchmal kommt es mir so vor, als ob ich mein ganzes Leben auf diese Reise gewartet hätte. Wirklich? Warum denn das? Wahrscheinlich, weil ich halt... Halt was? ...gewartet hab. Du hast also was? Ha, schau mal, da sind sie. Guten Morgen, mein Sohn. Wie sieht's aus? Kann's losgehen? Aber sicher. Sohnemann, und vergiss bitte dein Gepäck nicht. Das ist kein Gepäck, das ist Patrick. Ihr kommt mit uns, wisst ihr noch? Jetzt schwing die Poren, Junge. Das Great Barrier Reef besucht sich nicht von selbst. Dein Vater hat recht, mein Sohn. Natürlich hab ich recht. Machst du Schularbeiten? Ach Quatsch, das ist eine Broschüre, in der all die tollen Sachen stehen, die es an unserem Reiseziel gibt, dem Great Barrier Reef. Siehst du, da gibt's jede Menge Rutschbahnen und Trampoline. Und Festungen. Und Schaukeln und Kletterseile. Und Festungen. Und einen Wasserpark. Ach nein, das ist doch nur dein Sabbat. Ich freue mich schon drauf, wenn wir da sind. Du doch auch, oder? Nein, ich nicht. Ja, ja. Glaub mir, wirklich nicht. Ich bin schon viel zu lange in diesem Käfig eingesperrt. Hey, lass mich raus hier! Hilfe! Hilfe! Lass mich raus! Okay, Jungs, wollt ihr die Lautstärke da hinten nicht wieder etwas dämpfen? Ich habe eine Idee. Spielen wir doch ein Reisespiel zum Zeitvertreib. Ja! Kennt einer von euch eines? Ho, ho, ho! Ich weiß eins! Verstecken! Hey, und warum darf er als Erster? Von den blauen Bergen kommen wir. Okay, such mich! Herrje! Vielleicht singen wir einfach das Unterwegslied. Weg, 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 Weg. Wir sind unterwegs. Weg, die Landschaft zieht vorbei. Wir sind unterwegs. Weg, ne Fliege macht Schweinerei. Weg, wir sind unterwegs. Und ganz nah am Himmel dran. Wir sind unterwegs. Fass mich nicht da oben an. Wir sind alle unterwegs. Von Herzen sing ich dieses Lied. Wir sind alle unterwegs. Und wir singen. Kennt jemand noch ein paar schöne Unterwegslieder? Oh, eine Seifenblasenstadt! Ich bin ja so aufgeregt! Sehen wir uns diese sprudelnde Stadt mal genauer an. Einige Blasenstädter fahren in ihren Blasenautos zur Arbeit, andere schweben einfach. Ein Blasenauto zu haben ist großartig, weil Parken kein Problem ist. Blasenstadt hat auch ein ausgezeichnetes öffentliches Nahverkehrssystem.
Es gibt immer Sitzplätze, weil diese ultramodernen Busse eine unbegrenzte Zahl Fahrgäste aufnehmen können. Hier sieht man Angestellte, die in ihrem Blasenhochhaus zur Arbeit gehen. Man sollte vielleicht die Tür benutzen. In diesem Büro nutzt man Stehpulte und die Decke für ein effizienteres Arbeitsumfeld. Ja, es gibt wirklich jede Menge zu tun und zu sehen in Blasenstadt. Man kann sich hier die ureigene Blasenband ansehen. Oh ja! Und wenn der Hunger kommt, probier einen Blasen-Hotdog von einem der vielen Blasen-Imbissstände. Einen bitte. Bitte sehr. Oh, bei diesen Blasen-Hotdogs kriegt man Schaum vor den Mund. Hey, das ist ja mein alter Freund Kumpelblase. Hallo, Kumpelblase. Oh, SpongeBob. Wie schön, dich zu sehen. Ups, Entschuldigung. Ach, ist nicht weiter schlimm. Wie läuft's? Wie geht es dir? Oh, nicht so gut, SpongeBob. Auf dem Weg in die Stadt hatte mein Motorroller einen Platten. Na, mal sehen, ob ich den reparieren kann. Du scheinst ja das Seifenblasenhandwerk zu beherrschen. SpongeBob ist der beste Seifenblasenbooster, den ich kenne. Er kann alles aufblasen und erschaffen. Was du nicht sagst. Hey, kannst du mir helfen? Mein Dach hat ein kleines Leck. Schatz! Kann ich dir echt helfen, indem ich Seifenblasen puste? Oh. Und Achtung! Ich helfe dir! Fantastisch! Ach, wenn du ihm geholfen hast, mein Haus könnte einen neuen Freizeitraum gebrauchen. Ich brauche einen Schlafanzug. Okay. Ich möchte noch ein Sandwich. Reifen für meinen Monster-Truck! Keine Sorge, Blasenstadtbewohner. Ich mach das schon. Sehr schön. Oh, Kumpelblase, das war der beste Tag meines Lebens. Ich liebe es hier in Blasenstadt. Vorsicht, der Sinn! Verzeihung, mein Herr, aber Sie scheinen in meine Hunde getreten zu sein. Oh, tut mir leid, ich werde da... meine Augen! SpongeBob, komm zurück! Amy, willst du mich heiraten? Ja, natürlich! Ich hab Urlaub. Schönen guten
Guten Morgen, krosse Crew. Und hallo, Thaddäus. Ich dachte eigentlich, du hättest Urlaub. Hat er auch, und zwar nach wie vor. Ich hab dir doch gesagt, du sollst Urlaub nehmen. Wie geht Urlaub denn? Ganz einfach. Urlaub ist, wenn du nicht zur Arbeit erscheinst. Nicht zur Arbeit? Was mache ich denn den ganzen Tag? Keine Ahnung. Geh einfach los und hab Spaß oder so. Ist mir eigentlich auch egal. Du darfst nur nicht hier sein. Aber wer brät dann all die Buletten und macht den Grill sauber, wenn ich weg bin? Thaddäus schafft das doch gar nicht ganz allein. Das wird er auch nicht. Ja, und deshalb habe ich einen unbezahlten Praktikanten eingestellt, als deine zeitweilige Vertretung. Guten Morgen, Boss. Ich bin bereit für meinen ersten Tag. Wenn man vom Seestern spricht, hier ist deine Vertretung ja schon. Meine Vertretung? Hey, SpongeBob. Genug geplaudert auf meine Kosten. Okay, Boss. Sekunde noch, Patrick. Du brauchst das richtige Werkzeug für den Job. Wow. Ha! Da hat jemand einen kleinen Patrick auf den Bauchkratzer gemalt. Wow. Dieses Wunderding kratzt sogar den Rücken. Ich übernehme das jetzt, SpongeBob. Geh du nach Hause und genieß deinen Urlaub. Ich sollte Patrick noch die richtige Bulettenwendetechnik zeigen. Aber ich hab doch Urlaub, Gary. Man erlaubt mir ja nicht, zur Arbeit zu gehen. Mein Magen ist eingeschrumpft. Mr. Krabs hat doch nur gesagt, ich darf nicht arbeiten. Aber essen gehen darf ich doch wohl noch. Und genau das ist meine Rückfahrkarte. Los, verschwinde hier, SpongeBob. Du ruinierst sonst meinen Urlaub. Von dir, du Schwach. Ich bin doch gar nicht deinetwegen hier, Thaddäus. Moment! Müssen wir das dann alles nochmal durchkauen? Ich bin als Kunde hier und nicht als Angestellter. Ich möchte nur mit Patrick einen Krabbenburger zum Mittagessen. Na schön, aber ausschließlich zum Essen. Solltest du es wagen, den Pfannenwender auch nur anzurühren, verbringst du deinen Urlaub in meiner Stinkesockentruhe. Ich gebe Ihnen mein Wort, Sir. Ich werde nicht arbeiten. Hey, Pat, Zeit für die Mittagspause. Patrick, so geht das doch nicht. Hä? Der Grill muss anders eingestellt werden, und zwar auf genau 298 Grad Fahrenheit. Mal im Ernst, so behandelt man doch keinen Krabbenburger. SpongeBob! Was habe ich dir über das Arbeiten gesagt? Warten Sie, es ist nicht so, wie Sie denken. Das war's nun aber. Raus mit dir. Aber ich kann Patrick helfen, den Qualitätsanspruch der Krossenkrabbe aufrechtzuerhalten. Mach dir keine Sorgen, wir haben alles unter Kontrolle. Und von dir möchte ich noch nicht mal eine Pore sehen, bis dein Urlaub vorüber ist. Hast du das verstanden? Ja, habe ich, Mr. Krabs. Gut, mein Junge, dann. Ab mit dir in der Abendflut und komm nicht zurück, bis dein Urlaub vorbei ist. Oh, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ja, jetzt weiß ich, womit ich mich aufmuntern kann. Mit den offiziellen Krosse-Krabbe-Spielfiguren. SpongeBob, ich brauche 20 Krabbenburger. Und zwar hurtig, bitte. Na, aber klar, Herr Thaddäus, Sir. 20 Krabbenburger, komm sofort. SpongeBob, was machst du denn hier? Du kostest mich einen Haufen Kohle, wenn du deinen viereckigen Hintern nicht nach Hause bewegst. Raus, 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 bis dein Urlaub vorüber ist. Oh, was mache ich nur mit diesem öden Urlaub? Jetzt weiß ich, womit ich mich aufmuntern kann. Ich brauche ganz schnell 20 Krabbenburger, bitte. Na klar, alter Kumpel Taddel, 20 Krabbenburger kommen so. Du hast völlig recht, Gary. Es ist wirklich ungesund, an die krosse Krabbe zu denken, während ich doch Urlaub habe. Ich gehe mal frisches Wasser schnappen. Mr. Krabs, er treibt sich schon wieder da draußen rum. Ich kümmere mich darum. Junge, du stehst auf dem Grund der krossen Krabbe. Zurücktreten. Weiter. 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 Ja, das genügt. Nicht wundervoll. Wo ist eigentlich das ganze neue Personal? Mein erster Hotelgast. Pass auf, wie ich den einwickeln werde. Willkommen in den krossen Türmen. Unser Motto lautet, wir schlagen den Gästen in diesem Haus auch den lächerlichsten Wunsch nicht aus. Na prima, ich hätte gerne einen doppelten Krabbenburger ohne Zwiebeln und mit extra Gürkchen. Wenn Sie einen Krabbenburger möchten, müssen Sie ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Oh, ich habe ja nur eine Stunde Mittag. Naja. Na, den haben Sie aber eingewickelt wie ein Profi. Na gut, Thaddäus, dann übernimmst du die Rezeption.
Ich möchte einen Krabbenburger, bitte. Wie du siehst, ist das hier inzwischen ein Hotel. Wenn du einen Krabbenburger willst, musst du ein Zimmer nehmen und den Zimmerservice bestellen. Okay, ein Krabbenburger und ein Zimmer. Mit Käse. Oh, kann ich auch Käse auf den Krabbenburger haben? Patrick, du wohnst doch hier gleich um die Ecke. Wieso willst du dann in ein Hotel einchecken? Manchmal braucht man auch als Seestern Tapetenwechsel. Wow, der Suppen hier ist wirklich piekfein, hä? Gib das her und trag dich hier ein. Ach, ich muss erst einen Test bestehen? Ich hab doch nicht studiert. Sei nicht albern, du musst doch lediglich deinen Namen da reinschreiben. Ach so, okay. Also, wenn ich bitten dürfte, nicht hinsehen. Geschafft. Na wunderbar, hier ist dein Zimmerschlüssel. Ich bräuchte Hilfe für meine Koffer. Wo hast du die her? Du weißt doch jetzt gerade eben, dass hier ein Hotel ist. Ach, hier ist ein Hotel? Au, Mann! SpongeBob! Zur Stelle, Kollege. Bring Patrick und vor allem seine Koffer in sein Zimmer. Was ist mit meinem Krabbenburger? Und dann bringst du ihm einen Krabbenburger. Thaddeus, du bringst Patricks Koffer aufs Zimmer und SpongeBob macht hurtig den Krabbenburger. Aber Mr. Krabs! Was ist los? Hast du Angst vor körperlicher Betätigung? Ich bin Thaddeus und muss für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Na schön, los gehen wir, Patrick. Dieser Aufzug hier ist ausschließlich für Gäste bestimmt. Du nimmst den Personalaufzug. Was hast du da drin? Wackersteine? Hey, das sind Wackersteine. Warum ist dein Koffer voll mit Steinen? Misch dich nicht in meine Privatangelegenheiten. So, hier ist dein Zimmer. Wow. Ich wünsche angenehmen Aufenthalt. Hey, Moment, warte. Mach nur weiter so, mein Lieber, dann gibt's noch viel mehr davon. Mein Herr, hier ist Ihr Krabbenburger. Hey, Thaddeus, echt ein cooler Stein. Hey, warte mal kurz, SpongeBob. Hier, bitte sehr, guter Mann. Oh, sehr nett, vielen Dank. Wo das herkommt, gibt's noch einiges mehr, mein lieber Freund. Thaddeus? Was denn noch? Ich will keine Rinde auf meinem Sandwich. Das ist ein Brötchen, das hat Rinde rundherum. Wie soll ich die Rinde von dem Brötchen entfernen? Durch Schälen? Zufrieden? Zimmerservice, hier sind die 50 Krabbenburger, die Sie bestellt haben. Könntest du bitte noch eine Sache für mich tun? Wieso fragst du nicht? SpongeBob! Gute Idee, du hast recht. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte, dass du diese Krabbenburger mit mir verspeist. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Moment, Thaddeus, Patrick braucht Hilfe. Was? Wieso kann er nicht fragen, bevor ich diese ganzen Treppen hier runtersteige? Er hat gesagt, er wollte dich nicht belästigen, aber das habe ich ihm ausgeredet. Hurra! Danke, Kollege. Mr. Krabs, das ist doch lächerlich. Patrick ist absolut unverschämt und durchgeknallt. Leider kann er so durchgeknallt sein, wie er will. Das Motto, Thaddeus, das Motto. Aber Mr. Krabs... Schlag Gästen nie ihre Wünsche aus. Ja, hallo, Patrick. Thaddeus soll sofort zu dir hochkommen. Er ist sofort bei dir. Was? Abschrubben? Wieso um alles im Meer soll ich dich abschrubben? Na, weil Mr. Krabs gesagt hat, dass du das machst. Und nun sieh zu, dass mein Rücken auch extra schön sauber wird. Jetzt reicht's, und zwar endgültig. Ach, warte, Thaddeus, die Toilette ist schon wieder verstopft. Die krispe Kruste kommt mir bekannt vor. Sorry für den Umweg, Freunde. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Oh, die wachsen hier oben aber gut, SpongeBob. Oh, komm her. Sehen wir diesen hungrigen Strandgiraffen zu, wie sie versuchen, miteinander zu kommunizieren. Nein, nein, warte, ich nehme den... Die Schnarchnase. Bestellen Sie bitte jetzt endlich, mein Herr. Hier warten noch eine Menge Kunden. Die haben nicht ewig Zeit. Oh, jetzt hält's mich nicht. Fast hatte ich's. Was ist der Typ dumm? Wozu, Walnuss, bleibt mein Mittagessen?
essen! Ihr Service ist noch lahmer als ein dreibeiniger Hund in einem Meer aus Grütze! Meine Kutscherschaft! Okay, okay, okay. Wieso geht's nicht voran, Mr. Menschtakel? Woher soll ich das wissen? Fragen Sie Ihren pingeligen Burgerbrater. Mit Leuten wie ihm und diesem Deppen werden wir den Ansturm am Mittag nicht überleben. Ach, tatsächlich? Das werden wir ja sehen. Du bekommst die Nummer 3 mit Käse. Oh nein, aber das wollte ich doch gerade bestellen. Ich nehme die Nummer 3 mit Käse. Musst du nicht irgendwo anders als Vollpfosten arbeiten? Nicht vor viel. Jimbo! Ich habe ein Restaurant voll hungriger Kundschaft da draußen. Die wartet auf Burger. Mr. Crisp, Sie wissen doch, Crispy Burger serviert man nur, wenn sie gut durchgebraten sind. Crispy Burger werden durchgebraten, ja, das kann ich euch verraten. Crispy Burger werden durchgebraten, damit sie nicht missraten. Ich liebe diesen Kerl. Schluss damit. Tut mir leid. Mach die Schiffchenburger klar zum Auslaufen. Oder du kannst auf die andere Straßenseite segeln, in den Krümelheimer. Ja, Mr. Crisp kommt nicht mehr vor, Mr. Crisp. Tut mir leid. Also dann, Truppen, bereitet euch auf den Kampf vor. Riesenburger! Papa! Oh, diesen Wahnsinnspfannwender nehme ich mal unter die Lupe! Ups, der Käse fehlt. Ja. Oh, Patrick! Patrick, hilf mir! Oh, ich komme sofort, mein Freund! Steig nie aus dem Bus, Patrick! Steig nie aus dem Bus! Hat jemand Hunger? Echt fantastisch! Es ist Mittagspause! Wo ist das Fleisch? Unfassbar, jetzt reicht's! So, ich werde woanders essen! Du gehst nirgendwo hin, Schwester! Hinsetzen, los! Keiner rührt sich vom Fleck! Das ist ein Raubüberfall! Chris! Okay, herkommen! Du kriegst meine geliebte Kasse nur über meinen kalten, leblosen Panzer. Niemand will dein dummes Bargeld. Wenn du mir nicht sofort das geheime Crispy-Kruste-Soßenrezept gibst, dann werde ich alle deine Kunden atomisieren. Also gut, ich werde jetzt genau bis 3 zählen. 1 und 2. Tja, und hier endet unsere Reise, Leute. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Ich fand es jedenfalls toll. Du hast recht, Ruben. Das war echt fantastisch. Diesen letzten Burger müssen wir mit unserem Leben beschützen. Nur so können wir bei der Foodcon gewinnen. Und wer weiß, welche grässlichen Kreaturen hier nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Alle Mann auf Position. Oh, du süßer Kleiner. Was machen wir jetzt nur? Griffel weg von meinem Burger! Du Held hast den Krabbenburger gerettet! Juhu! Vielleicht esse ich ein Gurkenscheibchen. Vielleicht esse ich ein Eckchen von dem Kopfsalatblatt.
Ich will ja nicht gierig erscheinen. Ich esse dann das, was übrig bleibt. Nein, das können wir nicht machen. Ich weiß, wir haben Hunger, aber Beherrschung ist Trumpf. Denk nur an die Foodcon. Denk nur an das goldene Füllhorn. Ihr denkt an ein Füllhorn, aber ich denk nur an einen Burger. Na, mein Freund, du siehst müde aus. Soll ich vielleicht mal eine Zeit lang den Burger bewachen? Danke, Patrick, das wäre klasse. Patrick, nicht doch! Ich fasse es nicht, dass du denkst, ich wollte ihn essen! Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich bin nur hungrig und müde und komme hier ganz alleine vor, weil ich finde, dass wir uns zusammenreißen. Hey! Aber ich hab Hunger! Aua! Ich schläfere ihn mit einem lieblichen Wiegenlied ein. Oh, schlaue Idee. Musik besänftigt auch das wildeste Tier. Hier, was? Hab ich besänftigt gesagt? Rasend machen trifft's wohl eher. Diese Kritiker heutzutage. Hey, ja! Aluminium! Ich war so frei, ein Safe zu konstruieren, in dem unser wertvoller Burger in Sicherheit ist. Das ist eine tolle Idee, Mr. Krabs. Genau, leg ihn einfach da rein. Ich gehe auch auf Abstand, während du das tust. Da drin riecht's aber eklig. Kann sein, aber jetzt mach schon. Nein! Genug davon, ich bin dein Boss und ich befehle dir, mir den Burger zu geben. Nein, Mr. Krabs, ich weigere mich. Dafür gebe ich Ihnen diese Naturburger. Oh, wow. Oh, wie delikat. Halt rein, Jungs. Also schmeckt irgendwie wie das Innere eines Rasenmähers. Ich glaube, meiner besteht hauptsächlich aus Steinen. Die nennen wir hier draußen Waldtomaten. So, jetzt reicht's. Aber denken Sie doch an die Foodcon. Man gewinnt dort keinen Blumentopf, wenn man vorher elend verhungert ist. Und jetzt drückst du diesen Krabbenburger raus, Mignon. Nein, ich mach das zum Besten von uns allen. Ich beschütze sie doch nur vor sich selbst. Tja, wenn das so ist, lässt du mir leider keine Wahl. Auf ihn! Wir zwei gehen auf eine Luxuskreuzfahrt. Was sagst du, hä? Auf eine Kreuzfahrt? Nur wir beide? Oh, Plankton! Hey, wenn das wieder so eine Idee von dir ist, um die Geheimformel zu stehlen, bleibe ich lieber zu Hause. Ach, wo denkst du hin? Natürlich nicht. Nein, betrachte es lieber als unsere zweiten Flitterwochen. Muss man nicht erste Flitterwochen gehabt haben, bevor man zu den zweiten aufbricht? Ich glaube, ich muss den Urlaubsregler ein bisschen weiter aufdrehen. Oh, Plankton, unsere zweiten Flitterwochen werden bestimmt wunderschön. Oh ja, das wird sicher groovy, Babe. Ich werf nur noch rasch einen Blick auf das schicke Urlaubsinventar. Die Sonnenschutzcreme, das Sonnenmonokel, der Todeslaser. Den hab ich. Hast du den hübschen Laserstrahl gesehen, Schatzi? Gesehen? Der hätte mich fast durchtrennt. Ups, Entschuldigung, ich bin nur schon so aufgeregt wegen unserer Kreuzfahrt. Kreuzfahrt. Ich muss den Urlaubsalgorithmus wohl überarbeiten, wenn wir zurück sind. Toll, Mr. Krabs. Ich hab jetzt endgültig genug, ob mit Formel oder ohne. Bereite dich aufs Kielholen vor. Ja. Na schön, ich hab verstanden. Ich geb auf. Ich weiß, was ich verloren hab. Was ist denn das? Frisches vom Land? Umsonst? Ich muss sagen, das klingt interessant. Lecker aussehen tut's.
Die Gitter schmeckt wie verfaulte Korallenstängel in ranziger Buttersoße geschwenkt. Ja. Wie kann einem denn so ein Fraß schmecken? Da kriege ich Sehnsucht nach dem Essen in der krossen Krabbe. SpongeBob, bist du ein besonders guter Diener und besorgst mir einen Krabbenburger? Machst du das? Ein guter Burgerbrater hat den Grill stets parat. Was riecht denn hier so unglaublich lecker? Ich weiß nicht, aber ich will es essen, egal was es ist. Hier kommt die Bestellung, Chef. Oh ja! Sieht so aus, als ob uns hier eine Verdienstmöglichkeit vor die Füße fällt. Dieser Urlaub fängt gerade an, ungeheuer lukrativ zu werden, wenn du weißt, was ich damit andeuten will. Krabbenburger! Kommt und holt euch eure Krabbenburger! Guten Tag, die Herren. Ich würde Sie gerne beklauen. Ich meine, Sie bitten mir, einen Krabbenburger zu veräußern. Nun pass auf, wie ich den Verschwanz flosse. Das wären dann lediglich läppische 100 Dollar. Nur so viel? Das zahle ich doch gern. Komm zu Papi. Hey, Moment mal bitte. Auf dem Schein ist Abfallschmodder. Hey, Kumpel, woher haben Sie den? Na, der kommt daher, wo dieses hier hingeht. In das Labor des Abfalleimers. War nett, mit dir Geschäfte zu machen, Krabs. Ja. Nein! Treten Sie zurück und überlassen Sie das Ihrem treuen persönlichen Diener. Ja. Erstick dran, du Dover! Ich wusste, dass du irgendetwas vorhast. Ich fasse es nicht, dass du mich für deine egoistischen Vorhaben benutzt hast. Unsere zweiten Flitterwochen sind ruiniert. Naja, wenn man es genau nimmt, sind es unsere ersten. Ach, knick dir diesen Quatsch doch einfach. Und mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Level meiner Urlaubs-App ordentlich hochzufahren. Ja, aber ich glaube nicht, dass das so eine gute... nicht schon Bewährung hätte. Okay, Pfadfinder, wir sind in Sicherheit. Mal sehen, wo wir jetzt sind. Krater. Riesiger Augapfel? Jetzt bin ich so verwirrt wie eine Ziege auf dem Kunstrasen. SpongeBob! Hey, da drin ist ja ein winziges Eichhörnchen. Wie bist du da reingekommen, kleines Fellknäuel? Ich liebe den Kerl, aber wenn sein Gehirn Dynamit wäre, dürfte er sich nicht die Nase schnauben. Wir sind gelandet. Es ist alles vorbei. Ich bin wieder zu Hause. Warte eine Sekunde. Das da ist die Erde. Und das da unten, das ist der Mond. Also ist wohl die Baumkuppel irgendwie hier hochgeflogen. Gütiger Neptun, ich falle! Warte, ich erinnere mich an den Physikunterricht. Ich bin auf dem Mond viel leichter als auf der Erde. Was bedeutet? Ha, dieser Sturz wird mir nicht wehtun. Oh, Krebs? Wo bin ich denn hier gelandet? Vielleicht geht's hier nach draußen. Nein! Oder hier vielleicht? Seid ihr bereit, durchzudrehen für eine Runde wilde Nüsse? Aller guten Dinge sind drei. Ein kleiner Schritt
Aber ein riesiger Schritt für die Schwammheit. In Ordnung, Pfadfinder. Jeder hat eine Aufgabe. Perla, du bist die Schwerkraft des Mondes. Ja, ja, Schwester Mond. Tadina, du sammelst Mondgestein. Schon dabei, Frau Pfadfinderin Cheeks. Schwerkraft. SpongeBob, du suchst nach intelligenten Lebensformen. Ei, ei. Du weißt, was intelligente Lebensformen sind, oder? Oh, klar. Ich schneide sie auf und guck nach, ob sie ein Gehirn haben. Wenn du etwas findest, tröte einfach. Oh, ja. Und jetzt erforsche ich die Wirkung der Mondgravitation auf meine Nüsse. Ich bin Nummer 1, du bist Nummer 2. Und ich prüge jetzt den Nerden hier zu Brei. Keiner prügelt hier jetzt den Nerd in Tadina zu Brei. Oh, daneben! Haha! Wissenschaft! Yay! Ihr Genierlatz, mein Herr. Wow, welcher Luxus doch hier herrscht. Krabbenburger, kommt sofort. Kein Trinkgeld? Hey, was soll denn das für ein Hotel sein? Wo ist das Unterhaltungsprogramm? Oh, da haben Sie absolut recht, mein Herr. Wir präsentieren das SpongeBob-Ballett. Hey! Öde. Puh, lahm. 3, 2, 1, Und? Was sagst du jetzt? Heiße Sache, du rauchst ja. Ach, lass gut sein, das war doch gar nichts. Nicht doch. Nein, du rauchst wirklich. Schau. Was? Oh nein, der Krabbenburger. Mein Bäuchlein hat immer noch ganz doll Hunger. Delikat. Ich Dussel, hab ich doch glatt die Serviette vergessen. Und nun wartet eine elegante Mahlzeit auf eine elegante Person. Tja, ich bin durchaus kultiviert. Was bei Neptun tust du hier? Ich mache Urlaub. Das letzte Hotel, in dem ich war, ging ja gar nicht. Aber hier gefällt's mir ausgezeichnet. Oh, hallo Kellner. Eine Serviette bitte. Herr Starhaut, das Essen ist fertig. Patrick, wo ist er nur? Hör mal, du Karikatur einer niederen Lebensform, verschwinde aus meiner Küche! Gute Idee. Ich glaube, ich gehe rüber zum Wellness. Ich könnte eine Massage vertragen. Ich hoffe, das geht in dein winziges Kleinkindgehirn rein. Das hier ist kein Hotel, sondern mein Zuhause. Hier gibt's keinen Wellnessbereich. Und du bekommst auch keine Massage! Oh, oh ja, das ist die Stelle.
Oh, hey, du solltest dir auch eine Massage gönnen. Auf keinen Fall! Au, 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 au. Oh. Was soll schon sein? Mach Platz! Einmal rundum Paket und vergiss die Füße nicht. 5 Stunden später. Ich bin so müde. Patrick, was machst du denn hier? In dem Hotel da drüben war es mir einfach zu laut. Aber ich muss sagen, das hier ist wirklich wunderbar ruhig. Ach, gute Nacht, SpongeBob. Los, wach auf, Jung! Oh, hi, Mr. Krabs. Hast du wieder diesen schlimmen Traum gehabt? Mhm. Mit Patrick in deinem Bett drin? Mhm. Na ja, dann gute Nacht, mein Junge. Gute Nacht, Chef. Nein. SpongeBob, was bei allen sauren Seegurken machst du in meinem Raumschiff? Ich wollte dir noch ein, also bin ich zum... Und dann kam ich und der Typ dann T-Dingsbums der und... Der Vorgang läuft. Tja, was soll's? Ich kann den Countdown jetzt nicht mehr stoppen. Schau dich mal besser an. Du fährst jetzt wohl im Mondurlaub. Mach ich das? Juhu! Du. Ich fliege auf den Mond. Mondflug. Hey, Sandy. Hey, Sandy. Was? Ich habe hier gerade ordentlich zu tun. Ich muss einiges neu berechnen wegen dem Zusatzgewicht. Oh, ich wollte dir nur mal den... Festhalten, ich zünde die Nachbrenner. Okay, ich habe die Mühle wieder zum Laufen gebracht. Könntest du jetzt mal eine Weile lang einfach still da sitzen und die Hände falten? Roger, Captain, Hände falten. Nun mach dich bereit für die Abtrennung des Mond... Oh. Wie findest du es, Sandy? Fass während des Vorgangs nur nichts an. Okay. Da unten sieht's gut aus. So, jetzt, wo wir unser Lager aufgeschlagen haben, wird's Zeit für eine Runde Mondkraterborden. Was ist Mondkraterborden? Ganz einfach. Jetzt pass mal gut auf. Du fährst auf den da runter, und zwar so. Yee-ha! So, hier siehst du den Flippididuda. Und hier siehst du den klassischen Texas-Schwanzfell-Plusterer. Yee-ha! Gibt nichts Besseres als Extremsport bei wenig Schwerkraft. Also gut, du bist dran. Oh, also ich weiß nicht, Sandy, das sieht ganz schön gefährlich aus. Ach komm, das hast du doch drauf. Versuch's einfach. Du bist doch fit wie ein Schnitzel. Ich weiß zwar nicht, was ein Schnitzel ist, aber fit bin ich schon. Also schön, dann versuche ich das jetzt. Sandy, irgendwie geht das nicht. Oh-oh. SpongeBob ist ein bisschen zu leicht für die Mondanziehung. Pass auf und halt dich daran fest. Mach ich. Ja, ich hab's und... Wow, ich bin beeindruckt. Wie heißt dieser Trick denn? Interessant. Vielleicht bringst du mir den ja mal bei, den... Hey, das macht ja echt Spaß. Carol, dein wirklicher Vater ist... Hey! Wer ist Carols wirklicher Vater? Jetzt sieh dir das an, Sandy. Da, so geht das. Und jetzt, ohne zu gucken, ein einfüßiger Zunge rausstreck, Salto mit Bein hoch. Und volle Kanne in die Rakete reinkrache. Ich fand, du warst ziemlich gut. Aber nenn deinen Trick lieber einfüßiger Zunge-Rausstreck-Salto mit Bein hoch und ein Loch in den Treibstofftank der Raketemacher. Upsi. Komm mit, schnell! Wir müssen los, solange der Sprit noch bis nach Hause reicht.
Warte, ich muss noch was ganz Wichtiges erledigen. So. Oh mein Gott, Barsch! Sandy? Sandy, ist alles in Ordnung? Oh, es tut mir so leid. Ich wollte deinen Urlaub auf dem Mond wirklich nicht ruinieren. Ruinieren? Ach was, Blödsinn! Du hast meinen Urlaub gar nicht ruiniert. So viel Spaß hatte ich schon seit Lichtjahren nicht mehr. Und sobald ich meine Rakete repariert habe, fliegen wir beide zum Mars. So, aber jetzt holen wir uns erstmal einen von diesen Blechkuchen.